Noch ein religiöses Symbol. Aber das hier ist simpel und handgemacht. Der Prophet muss Anhänger in allen Schichten gehabt haben. Mein Herr, die letzten Verbliebenen der Anhänger des Propheten haben sich im Grab verbarrikadiert. Wir lagern am Eingang und wir bereiten uns darauf vor, die Barrikaden zu durchbrechen. Ich sah den Mann, der sich als Prophet ausgibt, bevor sie das Tor schlossen, und ich gebe zu, dass eine große Ähnlichkeit besteht. Aber es kann nicht sein. Egal, sie werden alle vor Sonnenaufgang tot sein. Der Trinity-Orden wird dafür sorgen, dass die Ketzerei ein Ende hat. Hallöchen Leute, willkommen zum 47. Part meines Let's Plays Rise of the Tomb Raider. Ich bin Davey und ich begrüße euch ganz herzlich, eventuell zum Finale dazu. Fangen wir an und lassen wir uns dieses geniale Game nochmal zum letzten Erscheinen bringen. Was wird uns jetzt bieten hier, die ganze Aktion? Ich bin echt mal gespannt, was uns jetzt erwartet. Ich bin richtig heiß daher. Es gibt ja kein Reiseziel mehr zu erreichen. Und es sieht aus für ein Finale. Alle Einheiten, habe Sichtkontakt zu Croft. Sie darf keinesfalls in die Kammer der Seelen. Alles klar. Konstantin. Sophia, könnt ihr ihn mit dem Katapult treffen? Wir versuchen. Mach dich bereit. So. Gut, Munition mal mitnehmen. Ich glaube nicht, dass ihr damit trefft. Wir versuchen es weiter. So, und ab. Wir laden das Katapult nach. Moment! Wow! Der Helikopter ist zu schnell. Wir werden ihn niemals treffen. Warte, ich habe eine Idee. Wenn ich auf den Feuerball schieße, trifft die Explosion vielleicht den Heli. Hoffentlich hast du recht. Gib uns das Signal. Wir sind bereit. Okay. So. Bin ich jetzt mal gespannt. Jetzt, Sophia! Und los geht's! Sehr gut. Dieses Schwein. Verdammt! So. Schickt eine Einheit! Sofort! Ich will sie tot sehen! So, das ging doch leichter wie erwartet. So. Mal schauen. Sehr gut. Wow, wow. So, ich muss doch mit dem Gewehr arbeiten. Sonst geht's dick in die Hose. So, okay. Feuer. Pumpgun. So, ab. Und ich glaube, nee, das sind nicht die einzigsten. Nein. Es muss natürlich diese Unsterblichen auch noch dazu. Komm. So, komm. Sehr gut. Meine Güte, nee, es darf ja nicht nur eins. Laber nicht! Was war denn das für ein Bug? Was war denn das für ein scheiß Bug? Durch die Wand ist der Korkom. Pass auf, Lara! Er ist auf dem Weg zu dir! Oh, super. Ich war eigentlich gerade unten, ne? Aber egal. So. Ich bin noch nicht fertig! Gut. Verdammt. So. Wir richten das Gegengewicht neu aus. Sind gleich bereit. Ja. Erstmal gucke ich mal, was ich hier noch erledigen kann. So, ich hoffe mal. Wow. Ja, ich muss erstmal wieder hier raus. Also mach jetzt halb lang. Sauber. Und ab. So, komm. Wo ist er? Komm jetzt. Wo bist du? Komm hoch. So, Munition ist schon mal geladen. Jetzt. Jetzt kommt er. Jetzt, Sophia! Alles klar! Los geht's! Sehr gut. Oh, ja. Ich bin mal gespannt, wie lange noch das Battle geht. Oh, super. So, Kopfschuss und Kopfschuss. Oh, super. Das ging dick in die Hose.
Sehr gut. Kopfschuss. Wow, 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 wow. Wir kriegen Probleme. Wir kriegen starke Probleme. Ich muss ab. Ich muss ab. Ich muss ab. Komm, Pumpgun. Pumpgun. Geh mal runter. Von wo? Jo, super. Super. Okay. Sehr gut. So, oh. So, sehr schön. Sehr gut. Kopfschuss. Oh, der hat sowas von getroffen. So, ich muss schnell die Leichen bergen. Verdammt. Oh. Nein. Komm, auf. Sehr gut. Sehr gut. Pass auf, Lara. Er ist auf dem Weg zu dir. Ach, schon wieder. Super. Reicht es nicht langsam? Jo, da hat er jetzt mal einen Stockwerk tiefer gemacht. Die ganze Geschichte. Bringen wir's zu Ende. Gib uns Zeit, Lara. Wir laden nach. Ja, ja. Was ihr nicht wollt. Zeit. Die hab ich nicht. So, erstmal wieder ein Stockwerk höher gehen. Hoffentlich hat er nicht zu viel weggetrümmert da. Wow! So, ich muss doch runter. So, heil dich. Gut. Komm jetzt. Mach echt. So, sehr gut. Sehr gut. Boah, wow, was für ein Battle, ey. Da geht die Party jetzt erst richtig an. Yo. Fallen wir halt mal ein paar... Yeah. Und Sterblichen sind auch noch am Start. Unfassbar, ey. Oh, yeah, yeah, yeah. So. Sehr schöner, lautloser Kill. Geht gut, sehr gut. Dann haben wir jetzt wieder Munition. Einigermaßen. So, gehen wir wieder hoch. Hoffentlich kommen die jetzt. No, wow, wow, wow. Okay, der eine ist ein bisschen weiter weg. Und wir sind nicht gut. Zurzeit, was unsere Gesundheit angeht, Leute. Das gefällt mir nicht. Komm hoch. Super, jetzt ist der eine weg. Komm. Sehr gut. Haben ihn doch von hinten. Ah. Schön die Kehle durchgeschnitzt. Ja, wir sind halt schon brutal als Lara Croft. Aber trotzdem. So, wo ist der Letzte? Wo ist der Letzte? Wo ist der Letzte? Wo ist der Letzte? Da war noch einer. Da ist er. Sehr gut, den haben wir auch so von hinten. Sehr gut. Jetzt können wir wieder hochgehen. Ich hoffe mal, dass wir jetzt unsere Ruhe haben. Und oh, super. Nein, wir kriegen wieder Besuch. Und das von einem Paar. Ja, sehr gut. So, komm. Hoch mit dir! Boah, mach die grad fetz. Mach die grad echt fetz. Ja, super. So, von hinten. Sehr gut. Sehr schön. Jetzt hat er uns gesehen. So, das war's mit dir. Finden Sie einen Ausgang. Ja, finde mir mal einen Ausgang, hä? Das ist halt jetzt eher squeezy. Yo! Super. Hat uns den Bogen weggenommen. Jetzt nur sie und ich, Lara. Sie haben keine Waffen, keine Helfer, keine Hoffnung. Komm. Verdammt, ich muss weg. Oh, scheiße, ich hab gar nichts.
Das gefällt mir nicht. Ich glaube, ich muss mit denen hier arbeiten. Ja, habe ich mir. Sie mit mir. Verstecken Sie sich nicht im Schatten. Sie sind aus härterem Holz geschnitzt als Ihre Frau. Sehr gut. Jetzt haben wir es. Scheiße. Nein! Mein Schicksal liegt in der Kammer der Seele. Jetzt okay. Kann mich niemand aufhalten. Sie! Ich sehe Sie! Wissen Sie, Sie sind stärker als Ihr Vater jemals war. Er hätte es nie so ver... Glauben Sie, ich sehe Sie nicht! So, komm. Verdammt, ich hab's weggeschossen. Ich kann Sie sehen. Sehr schön. Verdammt. Ja. Ja. Nein. Yes. Yes. Sein Blick, das ist ja unfassbar. Das ist nicht mein Schicksal. Ich bin bestimmt zur Größeren. Das war niemals Ihr Schicksal. Ihre Schwester hat Ihnen das eingeredet. Ich habe es getan. Das alles. Für Sie. Gehen Sie nicht einfach weg von mir. Halt! Trinity hat Ihren Vater getötet. Nein, Sie lügen. Er flehte um sein Leben. Und als ihm das misslang, flehte er um ihres. Sie irren sich! Seien Sie still! Seien Sie einfach still! Beenden wir es für einmal! So erbärmlich. Halt die Fresse! Fahren Sie zur Hölle! So, bergen wir mal ordentlich den Wichser und hauen jetzt aus der Kammer mal ab. So, Kammer der Seelen. So, mal schauen. Was gibt's hier noch? Ich glaube eher nichts mehr, was uns hier angezeigt wird. Alles klar, dann hauen wir mal ab. Anna! Stopp! Deine Männer sind besiegt. Dein Bruder ist tot. Nein, das ist, was Trinity gebracht hat. Tod. Nichts anderes werden sie je bringen. Gib es auf. Dafür habe ich alles aufgegeben. Und auf gar keinen Fall überlasse ich jetzt alles Trinity. Was ist mit deinem Vater? Du verdammst ihn, das Gespött der Geschichte zu sein. Wie kannst du das aufgeben? So kurz davor. Ich bin bereit, dieses Opfer zu bringen. Du darfst sie nicht bekommen. Denk an die Millionen, die leiden und sterben. Wir können sie retten. Wir können die Welt verändern. Gemeinsam. Der Preis ist zu hoch, Anna. Wir sollen nicht unsterblich sein. Der Tod ist ein Teil des Lebens. Du hast ja auch leicht reden. Du bist nicht die, die stirbt. Aber hier geht es nicht um dich. Es geht um die Menschheit, das zu beschützen, was uns menschlich macht. Sie kommen! Wir sind umstellt! Jacob, Achtung! Du Fotze! Die Quelle ist nicht für die Welt bestimmt! Das ist deine Chance, Lara. Alles, was ich getan habe, was du getan hast. Es muss doch nicht noch ein Croft dafür sterben. Ich bin bereit dazu. Aber ich nicht. Tja, keine Muni mehr. Und wir auch nicht. Bitte. Ich sterbe. Das ist meine letzte Hoffnung. Anna, nein! Oh.
mein Gott, sie sterben jetzt alle, oder was? Krass. Jacob, halten Sie durch! Durchhalten? Das habe ich schon so lange. Sie wussten, ich zerstöre sie. In all meinen Jahren habe ich kaum jemand so Außergewöhnliches getroffen. Endlich geschieht es. Mein Ende. Es tut mir leid. Ich wollte doch nur etwas verändern. Das haben Sie schon. Das haben Sie schon. Geliebte Lara, ich denke oft, mein Vater würde sich im Grab umdrehen, wenn er wüsste, welche Schande ich über unseren Namen gebracht habe. Croft, was bedeutet das schon? Ich hoffe nur, irgendwann drückst du der Welt deinen eigenen Stempel auf. Denk dran, außergewöhnlich macht uns, was wir tun, nicht wer wir sind. Die Quelle zu zerstören war richtig. Aber er wäre trotzdem enttäuscht. Ich glaube, er hätte sich auch so entschieden. Na los, das Flugzeug wartet schon. Ich habe sein letztes Band schon tausendmal gehört. Aber es ist, als hörte ich die Worte meines Vaters erst jetzt. Zum ersten Mal. Egal, welche Wahl er getroffen hätte, ich muss meine eigene treffen. Der Mythos von Kitesh war real. Dort ruhen Geheimnisse, die die Welt verändern können. Ich muss sie finden. Nicht für meinen Vater oder sonst jemanden, sondern um etwas zu verändern. Ich hoffe nur, ich tue das Richtige. Der Preis der Wahrheit. Die letzte Errungenschaft, Leute. Rise of the Tomb Raider. Das war es. Unfassbar. 47 Parts. Und ich habe sie genossen. Ich habe wirklich jeden Part genossen, Leute, mit euch. Wirklich. Wirklich jeden Part. Es war ein schönes Let's Play, muss ich auch sagen. Meine Bewertung gleich am Anfang von diesem Game, die 9,5 sind auf jeden Fall wert, muss ich sagen. Aber ich sag 9 von 10 auf jeden Fall. 9 von 10. 90% für dieses geniale Spiel. Es hat wirklich die richtige Abwechslung gebracht. Es ist noch nicht die Perfektion, muss man sagen. Aber es ist die richtige Abwechslung zum Reboot von Tomb Raider. Man hat die Herausforderungsgräber gehabt, man hat Krypten gehabt, man hat viele Sachen finden müssen. Und ich muss sagen, für das 100% Let's Play war es schon, mein lieber Scholli. Das war echt eine Arbeit, auch wenn mir 3 Sachen in Syrien gefehlt haben. Es ist immer noch ein 100% Let's Play, was die anderen Sachen angeht. Auch wenn es in 99% in dem Moment eventuell ist. Aber wie wir gerade gesehen haben, hat es eigentlich angezeigt 100% completed. Das heißt, es ist auf jeden Fall 100% abgeschlossen. Zur Geschichte. Sie hat mich gefesselt. Es war mal was ganz anderes. Lara Croft in komplett neuen Design zu sehen in dem Moment, muss man sagen, also zum Reboot, zu jetzt eine stärkere Lara Croft darzustellen, ist episch und richtig gelungen von Square Enix oder Crystal Dynamics, eher so rumformuliert. Aber das Spiel ist es auf jeden Fall wirklich wert gewesen. Das Let's Play hat mir am meisten bis jetzt Spaß gemacht, von allen bis jetzt, egal ob es ein Let's Replay von Monkey Island war oder so, aber dieses Spiel hat mir so richtig Spaß gemacht, ich habe so richtig mitgefühlt und die Party ging ja richtig ab, gerade die letzten 2 Parts und ich kann mich echt nicht beschweren, muss ich sagen, das war wirklich ein schönes Let's Play, ich danke euch auf jeden Fall für eure großartige Unterstützung, ich hoffe, euch hat das Let's Play zu Rise of the Tomb Raider auch so Spaß gemacht, wie ihr hier seht, 100%, da steht auch 100%.
abgeschlossen. 100% complete. Ich hoffe, dass es auch so ist. Natürlich, dass wir das Secret Ending jetzt auch noch dazu bekommen, weil es waren ja auch noch circa 4 bis 5 Stunden Arbeit reingebracht, dass ich die ganzen anderen Sachen finden tue. Aber es hat mich nicht gestört. Ich habe es natürlich für euch gemacht, damit wir am Schluss dieses großen Abspannes natürlich das Secret Ending sehen. Und ich freue mich richtig drauf, was uns dieses Secret Ending bringen wird und was für ein Secret Ending es sein wird. Weil bis jetzt kenne ich es selber ja noch nicht mal. Es ist ein Blind Let's Play gewesen mit sehr viel Arbeit. Steam hat mir 27 Stunden Gameplay angezeigt. Und das muss ich sagen, die waren es wert für dieses Spiel. Ich habe es damals bei Release gekauft, habe es euch gleich präsentiert montags. Und ich hoffe, das Let's Play hat euch so viel Spaß gemacht wie mir das Game in dem Moment. Wie gesagt, die 90%, 9 von 10 Punkte hat das Game verdient. Ein Gläschen Wein sollte man dafür trinken für ein episches Abenteuer, was Lara Croft uns hier wieder präsentiert hat. Ich wünsche auf jeden Fall Okawa Let's Plays. Natürlich auch viel Spaß mit der PlayStation 4 Version in dem Moment. Ich sage in dem Moment, die PC Version fand ich überragend, genial, was grafisch dargestellt worden ist. Kann ich echt nichts beklagen. Schönes Spiel. Ich kann echt nichts mehr dazu fügen. Klar, es gab Bugs. Ich finde es einen Moment, ich war einmal kurz, wo ich offline gezockt habe, war es war ein richtig genialer Huhn-Bug da drin. Und ich finde es so traurig, dass ich ihn nicht geschafft habe aufzunehmen. Da ist das Huhn die ganze Zeit von oben nach unten gespawnt. Und es hat nur 4 Sekunden gedauert, aber ich habe einfach verdammt gedacht, kacke, jetzt wollte ich gerade F6 drücken zum Aufnehmen und habe es nicht gehabt. Grafisch gesehen ist alles gut. Wir haben am Schluss einen Bug, wo mir jetzt aufgefallen ist, gesehen in dem Moment, wo auf einmal ein Unsterblicher durch die Wand gespawnt ist, wo ich richtig lustig fand. Aber ansonsten, ich kann mich echt nicht beklagen. Das Spiel ist sehr gut gelaufen. Klar, es ist jetzt keine perfekte Importierung für den PC gewesen. Das habe ich euch selber gesagt. Für mich war es auch ein Debüt, mit Maus und Tastatur dieses Spiel zu spielen, wenn man es normalerweise gewohnt war, mit dem Xbox One Controller zu spielen. Aber ich kann sagen, es ist mir sehr gut gelungen. Also ich finde, Maus und Tastatur war die perfekte Steuerung, wo ich dann für dieses Let's Play ausgewählt habe, anstatt mit Controller natürlich zu spielen. Ich danke euch nochmal vielmals fürs Einschalten bei diesem Let's Play. Und ich hoffe, eins nur, ihr freut euch natürlich aufs nächste Abenteuer. Aber welches Spiel es sein wird, das werdet ihr natürlich im neuen Wochenplan sehen. Ich freue mich schon drauf. Es ist für mich auch ein Debüt, in dieser Spielserie reinzugehen, weil ich noch nicht Erfahrung so wirklich mit dieser habe. Es ist schon lange her. Ich habe als Kind dieses Spiel gespielt. Und ich muss euch sagen, ich bin kein Experte, was das neue Projekt dann betreffen wird. Aber ich hoffe, ihr werdet natürlich meinen Spaß haben. So wie ich natürlich. Ich habe das Spiel damals geliebt. Ich habe gerade wirklich wieder das Feeling. Ich habe dafür mir natürlich ein neues in dieser Richtung gekauft. Und natürlich, ich bedanke mich nochmal, auch wenn ich es wiederhole, vielmals für eure Unterstützung. Wir sind jetzt groß langsam, die Community, und ich hoffe, dass unsere Community noch größer wird. Und natürlich verabschiede ich mich hiermit von Rise of the Tomb Raider und bedanke mich noch einmal zum letzten Mal für euer großartiges Engagement bei diesem Projekt. Einen schönen Abend noch. Euer Davy. Tschüssi. Kowski.
Anna. Du sagtest, noch ein Croft muss nicht dafür sterben. Was hast du damit gemeint? Du hast meinen Vater getötet, nicht wahr? Trinity befahl seine Hinrichtung. Aber ich konnte es nicht tun. Du lügst doch! Ich liebte ihn. Nein! Erledigt. Gut. Und was ist mit Croft? Nein. Noch nicht.